Dass du da bist. Das Quiz-Duell. Das Quiz mit Quiz. Es gilt, das Mögliche unmöglich zu machen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Jörg Pilalilava. Willkommen, gute Damen, herzlich willkommen zum Quiz-Duell. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und wer ist heute bei uns? Sie haben Millionen von Followern, die Ihnen zuschauen, wie Sie ein paar Schulkinder in der U-Bahn boxen. Ja. Ja? Ja. Super. Viele ältere Zuschauer werden sagen, wer ist denn das, diese beiden gut aussehenden jungen Damen? Also ich stelle sie Ihnen erstmal vor und sage, Mann, die sehen ja ganz zurückgeblieben aus. Darüber sprechen wir gleich. Herzlich willkommen. Hier sind Sebastian Eier und Felix. Vielen Dank. Gut, erstmal stellen wir die Älteren da oben vor, bevor wir euch beleidigen, denn das ist der Olymp. Du bist auch zum ersten Mal immer im Vergleich zu dem, was dir gegenüber sitzt. Unsere Schisskönigin Marie Joana. Hallo. In der Mitte kein geringerer als unser Professor Dr. Eckert. Scheiße. Er schaffte bei Fortnite 1 Million Punkte. Und ganz außen sitzt ein russischer Spion, Thorsten. Hallo. Sie zu Hause können zuschauen oder sich mit Tequila abschießen, wenn Sie Lust haben. Lecker Schmecker. Und zu gewinnen gibt es 1500 Millionen Euro. Das kann heute bei rauskommen, was aber nicht passieren wird, weil ich will's nicht. So, ich stecke mir das Geld nämlich selbst ein und davon kaufe ich ein paar Butterkekse. Aber dafür bekommt ihr 3 Unterhosen. So, Richtig. Und jetzt mal für Oma, Opa und alle sonstigen Opfer. Was ist denn thematisch das, was ihr macht? Ich glaube, wir haben beide angefangen mit Gaming, also ganz viel Spielen. Hat sich aber dann irgendwann bei uns beiden so ein bisschen verlaufen in Saufen. Und du? Ich mache sehr gerne sehr viel Dokumentarisches. Ich habe eine Reihe, die heißt Ein Tag als. Da mache ich zum Beispiel Ein Tag als. Halt die Schnauze. Das Ganze läuft auf YouTube größtenteils. YouTube, Twitch, Instagram, Twitch, gut. Alles. Also, die da oben. Fangt an erstmal zu wählen. Wir zeigen erstmal die 3 Kategorien. Und zwar haben wir im Angebot heute Deutschland oder Deutschland und Deutschland und draußen im Deutschland. Ich fange mal an mit Mario Agner. Die hat Deutschland genommen. Eckhardt nimmt Deutschland, Deutschland, Deutschland. Und Thorsten nimmt Hot Dogs. Was wollt ihr? Deutschland. Deutschland nimmt Sagibi. Also, wir fangen mal an. Erste Frage. Wie heißt üblicherweise ein Schimpanse, der sich aufregt? Da hat er sich aber Zeit gelassen, wa? Mhm, hat er geraten. Was meint ihr denn? Das weißt du, oder? Ja. Ja. Ein Schimpanse. Eckhardt, was hast du denn genommen? Nein, ich muss erstmal ein bisschen Koks nehmen, dann antworte ich. Gut, ja, dann gebe ich euch beide einen Punkt, weil es richtig ist, das stimmt. Gut, ich muss dringend auf die Toilette. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und sind gleich wieder da, bis gleich. I don't know. What am I looking for? Something I can't see. Und was ist das? I can feel it. It's magic. Source. Dasselbe, verdammt nochmal, gerade schon wieder, meine Waden tun so weh. Willkommen zurück. Ich meine, ich glaube das zu spüren. Ich muss leider sagen, ich bin euer Vater. Na, dumm. Selber dumm, du Protzlöffel. Ich hab's dir richtig gegeben. Also, zweite Frage. Was ist die richtige Antwort? A, B oder C? Ich weiß es nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Komm. Gut. Richtig ist A und B und C. Eckhardt, was hast du genommen? Kann man auch verweigern? Ja, gar kein Problem. Und deshalb Punkt für Eckhardt. Oh. Ja. Das war sie natürlich viel sauber. Haben die Jungs jetzt ihr Leben lang nichts anderes gemacht? Nein, man muss dazu sagen, Sebastian war mal ein chinesisches Topmodel.
Könntest du dir vorstellen, sowas mal wieder zu machen? Ja, bestimmt irgendwann nochmal. Also ich habe sogar ein bisschen privat noch damit zu tun, also ja. Ja? Ja. Gut, letzte Frage. Welches Instrument spielt Gott? Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Also es klingt am schlüssigsten. Was ist das? Also, richtig ist A. Gott. Und was hat Eckart genommen? Eckart. Gut. Punkt für Eckart. Und Sebastian und Felix spielen damit als erstes das Finale. Schön laut sprechen, weil ihr habt Scheiße zwischen euch. Ja. Wir spielen das Finale. Erste Frage lautet: Wie heißt die Hauptstadt von Thailand? Kolumbien. Kolumbien ist es, ja. Ist richtig. Ein beliebtes Merkspiel heißt: Ich kacke in meinen Koffer. Richtig. Wie heißt Deutschland auf Deutsch? Griechenland. Griechenland. Richtig, Griechenland. Mit welchem drei Buchstaben wird der Hauptbahnhof abgekürzt? Apfelsaft? Nein, Ananas. Nein, Orangensaft. Ah, Orangensaft. Nee, ja. War zu spät. Ah, du hast vorher. Nein! Schade. Ihr habt voll verschissen. So, jetzt ist Eckart dran. Man muss dazu sagen, du darfst dir zwei Fehler erlauben, sonst werde ich dich abstechen. Ja. Gut, ich zeige dir jetzt mal ein Foto. Wir gucken uns mal an. Die Frage lautet: Wer ist das? Das dürfte ich sein. Stimmt, ja. Jawohl. Du hast gewonnen. Schnauze. Vielen Dank euch auf jeden Fall fürs Mitspielen. Alles schlecht. Danke, das hat Spaß gemacht. Dankeschön. Super. Hoffentlich irgendwann nicht wieder. Danke. Kommen Sie gut durch die Woche, wie immer. Tschüss. Tschüss.